Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar ein Video, was ihr euch gewünscht habt. Ihr wolltet gerne wissen, wie meine Schubladen aussehen. Ich habe ja hier diese neuen Kommoden und das jetzt ja soweit alles an Gedöns irgendwie einsortiert und das hat euch total interessiert. Deswegen dachte ich mir, mache ich das schnell mal. Es ist nämlich gerade sehr ordentlich alles und dann kann man das gut mal zeigen. Genau, obendrauf habe ich die Gemini, meine Big Shot und den Plotter. Die Gemini nutze ich eigentlich gar nicht, leider, aber ja, weiß man ja manchmal nicht vorher. Genau, wir starten ganz oben und wegen diesem Wackeln kann ich leider nichts für, weil ich die Kamera in der Hand halten muss, sonst kann ich euch das alles gar nicht zeigen. Genau, erste Schublade sieht jetzt wie folgt aus. Das ist so hauptsächlich das Thema Stanzen und Stempel. Hier muss ich auch unbedingt mal aussortieren. Hier sind so viele Stempelkissen, die ich gar nicht nutze. Zum Beispiel die von Stamping Up habe ich hier noch drin. Die nutze ich eigentlich gar nicht. Dann hier noch Stayson. Und das sind hier die vom Teddy. Dann habe ich hier die von Spectrum Noir. Das sind diese Harmony-Kissen. Die sind ja auch mit Wasser aktivierbar. Total cool eigentlich. Genau, hier vorne dann die von Action alle. Und hier sind die Distress Ink Minis. Und die Drops von Memento und Versa. Fein, meine ich, ist das. Genau, hier drüben habe ich diese Kleberollen, wenn ich mal was stanzen möchte, was direkt aufgeklebt werden soll. Darunter sind meine Stanzplatten. Dann ist hier diese Platte, die damals bei meiner Big Shot bei war. Hier sind meine Schwämmchen. Nutze ich eigentlich auch überhaupt nicht. Ich nehme immer die Brushpinsel. Dann hier hinten diese Fingerdoppers. Die nutze ich eigentlich auch sehr selten. Aber ja, weggeben will ich sie auch nicht oder wegschmeißen. Da hinten sind so ein paar kolorierte Stempel, die ich irgendwie mal aussortiert habe. Und hier sind diese Kinderstempel, die es auch mal im Action gab. Muss ich auch unbedingt mal ausprobieren. Habe ich nämlich auch noch nicht. Zweite Schublade ist dann Thema Bänder. Und davon habe ich jede Menge. Und das habe ich so ein bisschen sortiert. Hier zum Beispiel Spitzenbänder. Dann habe ich hier diese Stickbänder, Sorteurbänder und Geschenkbänder. Hier hinten ist Bakerstein. Hier sind so besondere Sachen, so diese Bommelborten. Dann ist hier noch dieses Paspelband vom Nähen eigentlich. Dann ist hier natürlich ein Bänderspender drin, den haben wir zusammen gebastelt. Hier ist so Lederband alles. Dann habe ich hier nochmal Spitzenbänder, so ein Fellimitat habe ich mal geholt. Da habe ich mal was für Timo mitgebastelt. Genau, hier sind noch zwei Rollen Sateurband, die sind jetzt noch relativ neu. So ganz dickes Band, dann hier nochmal so Fließband, Filzband und auch noch Geschenkbänder. Also wirklich alles zum Thema Bänder ist in dieser Schublade. Ich liebe es, wenn Schubladen nach Themen sortiert sind. Weiter geht es nämlich auch mit dem nächsten Thema. Das ist die dritte Schublade und hier ist jetzt alles an Stickern, Aufklebern. Alles, was man irgendwie kleben kann, ist hier drin. Hier hinten sind so Sticker-Flakes. Dann hier für Geschenke, wenn man da mal irgendwas drauf machen möchte. Das sind alles Glitzersteine in sämtlichen Variationen. Hier sind so normale Sticker. Nutze ich ja wirklich sehr selten, muss man ehrlich sagen. Dann sind hier noch mehr Glitzersteine. Also davon habe ich wirklich eine Menge. Dann diese beiden Boxen, die ich euch schon mal gezeigt hatte. Im Action Hall, der müsste eigentlich schon online sein oder kommt der noch? Genau, die habe ich mir mal mitgenommen, weil ich die Washi-Tapes eigentlich ganz schön fand. Ich bin ja sonst eigentlich nicht so der Freund von Washi-Tapes. Dann geht es hier weiter. Hier sind Buchstabensticker in sämtlichen Variationen. Da habe ich mir hier so Klebepunkte gemacht, weil ich mir mal so ein System für meine Stempel machen wollte. Habe ich aber anscheinend noch nicht so wirklich geschafft. Und hier sind noch mehr Sticker, alle möglichen Themen. Da habe ich so ein bisschen was da. Und die letzte Schublade, das sind alles gebastelte Sachen von mir. Also eigentlich, wer mein Kanal ja schon ganz, ganz lange kennt, der müsste hier wirklich das ein oder andere wiedererkennen. Hier haben wir zum Beispiel die große selbstschließende Box ist hier drinne. Dann haben wir ja mal einen Schulranzen gebastelt. Hier verschiedene Milchkartons. Dann die Einschulungs Box mit diese Stiftebox. Dann ist hier noch ein Album, was wir gebastelt haben. Also wirklich alles, was ich irgendwann mal gebastelt habe, findet sich hier irgendwie drinne. Unter anderem auch Sachen, die schon seit Jahren hier drinne sind, die ich aber nie aufgenommen habe. Unter anderem diese Explosionsbox. Dann ist hier noch von einer Zuschauerin was drinne, weil das anderswo nicht hinpasste. Und dann können wir nämlich auch einmal in die nächste Kommode gehen.
Und zwar ist das die hier, das ist jetzt die zweite. Und hier oben starten wir mit dem Thema Karten. Da habe ich hier Kartenrohlinge, ganz viele. Dann hier noch mehr Kartenrohlinge, die sind von Gorgeous. Nutze ich aber eigentlich nur als Hintergrund. Dann sind hier noch so Blöcke, wenn ich mal irgendwas mit Notizblöcken basteln möchte. Slimline-Karten sind hier, noch mehr Kartenrohlinge mit passenden Briefumschlägen. Hier drüben sind fertige, die passten nicht in meine Aufbewahrung rein. Sind auch noch Kartenrohlinge. Und hier sind alles gebastelte Karten von mir. Auch die kennt ihr eigentlich fast alle. Die habt ihr bestimmt irgendwo irgendwann mal gesehen in einem Craft-Update oder es ist eine Anleitung gewesen. Genau, die sind alle hier drinne und werden nach und nach immer alle verschickt. Schublade Nummer 2 sieht so aus. Und da haben wir ganz viel Deko. Richtig viel Deko. Und zwar hier vorne die hintere Box und die vordere Box. Beides Blüten. Alles, was mit Blüten zu tun hat. Auch diese Staubblütendinger. Die gehören natürlich auch zum Thema Blüten. Die sind auch dabei. Dann haben wir hier hinten Holzteile. Und wirklich alles. Da ist von diesen kleinen Selfie-Rahmen über Eulen, Blumen, Kakteen. Da ist alles bei, was irgendwie ein Holzteil ist oder werden soll, habe ich da alles drinne. Ist natürlich nicht ganz so sortiert, aber ich weiß, dass wenn ich was an Holz suche, es nur in dieser Kiste finde. Genau, hier vorne ist so Dekokram, den ich jetzt nicht besonders wegsortieren konnte, weil ich nicht wusste, wohin. Hier zum Beispiel immer noch die 3D-Wichtel, die hat mir meine Zuschauerin geschickt, habe ich mich total drüber gefreut, die sind so süß. Deswegen mag ich die auch noch nicht benutzen. Dann habe ich hier noch so kleine Glasfläschchen und hier ist noch diese Schrumpffolie. Von allem ein bisschen. Dann hier noch diese beiden Kästen mit, auch noch mit Deko. Dann geht es hier drüben weiter mit Holz. Einmal Wäscheklammern, diese kleinen. Und das sind Holzbuchstaben und ein paar Herzen, die natürlich hier eigentlich nicht hingehören. Aber sonst eben dieses Scrabble-Nachgemachte habe ich hier drinne mit den Buchstaben. Große Buchstaben, kleine Buchstaben. Das geht hier unten auch weiter. Hier sind ganz große Buchstaben und Zahlen. Da sind dann die ganz kleinen. Nutze ich ja ganz gerne mal für Deko auf einer Karte. Und hier drüben ist dann so Folien. Da ist diese Hot-Folie bei, denn die Rub-On-Folien sind hier dabei. Da ist noch mehr Hot-Folie. Genau, und hier unter dann eben auch diese Hot-Folie. Und das ist diese, die auf Kleber eben hält. Ja, das ist auch da. Kann ich mich auch noch nicht von trennen, obwohl ich es noch nicht wirklich groß ausprobiert habe. Aber irgendwann kommt die Zeit und dann mache ich das endlich mal. Schublade Nummer 3. Geht es weiter mit Deko. Und zwar haben wir hier hinten alles an Pailletten, denn diese Goldflakes, da hinten sind Halbperlen. Hier vorne ist alles mit Draht, diese fiese Wirejig, die ist, klemmt auch hier vor. Dahinten sind diese Drops aus dem Action, die 3D-Drops, dann diese Glitter-Drops. Dann habe ich hier von Viva Decor auch so Paper Pen. Ich habe keine Ahnung, wie sie funktionieren, ich habe es noch nicht ausprobiert. Dann habe ich hier vorne Metallteile. Dahinter sind noch mehr Metallteile, also davon habe ich eine ganze Menge. Nutze ich eben ganz gerne, wenn ich dann mal wieder ein Junk Journal bastel. Dafür finde ich sowas immer total schön. Hier hinten ist dann alles, was mit Streudeko zu tun hat. So eine, diese Raindrops, kleine Goldperlen sind hier. Dann haben wir hier Sterne, nee, Herzen. Also wirklich alles, was irgendwie mit Schüttelkram zu tun hat. Davor ist eine Kiste mit Perlen und Schlüsselring und Klingeling und was dazu gehört. Und darunter dann, wenn man zum Beispiel mal eine Kette machen möchte, Kettenverschlüsse, dann Karabinerhaken und all sowas, was man so für Schmuck basteln braucht. Genau, dann habe ich hier neben noch so kleine Ordner. Da sind so ja, verschiedene Sachen drin. Hier oben zum Beispiel ganz alte Dias, die ich eben auch zum Beispiel für Junk Journal gerne nutze. Dann hier diese Party-Pika, die fand ich irgendwie total witzig. Stanzteile haben wir hier. Noch mehr Stanzteile und dahinter noch mehr Stanzteile. Genau. Und eine Rolle Kork. Die haben wir auch.
Und dann kommen wir auch schon zur letzten Schublade. Und das ist so ein bisschen so meine Materialschublade, wenn mal was alle ist oder ich, ja, was ich eh nicht so oft brauche. Zum Beispiel jede Menge Scheren. Dann habe ich hier noch so eine Ersatzstempelhilfe. Dahinter sind die Bastelscheren, die nutze ich zum Beispiel eigentlich total selten. Aber meine Tochter. Dann hier Rakel in sämtlichen Variationen. Ganz viele Lineale, Zollstöcker, Geodreiecks. Dann sind hier noch zwei Ersatzschablonen. Und hier sind so eine Fellrollen, also das sind so Stoffrollen, die ich eben auch gerne mal benutzen wollte für ein Junk Journal. Deswegen liegen die hier noch. Da hinten sind diese ganz normalen, einfachen Geschenkbänder, wenn man mal ein Geschenk einpacken möchte. Gefrierbeutel, dann eine Unterlage, wenn es mal richtig matschig wird, so eine Tischdecke, meine Druckerpatronen und eine Waage, wenn ich mal irgendwas verschicke und nicht genau weiß, wie teuer der Versand ist. Genau, das war jetzt also meine Deko. Da nebenan seht ihr noch den anderen Schrank. Und da kann ich jetzt schnell mal sagen, was da so drin ist. Oben sind ganz viele Karten von euch. Da sind alle Karten drin, die ich jemals von euch bekommen habe. Dann Bastelpapier, noch mehr Papier. Hier ist noch mehr Papier plus ein Ordner für ja, Steuergedöns. Genauso wie das dahin, das ist auch alles Steuer. Und hier unten fängt es dann an mit Junk Journal. Und hier unten ist einmal Weihnachtskram drin. Und da ist noch mehr Papier drin. Genau, aber das ist natürlich nicht alles. Das wisst ihr kennt mein Zimmer, beziehungsweise ihr wisst, das kann nicht alles sein. Hinter mir ist noch eine jede Menge. Aber wenn ihr das nochmal neu sehen wollt, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Dann zeige ich euch das nochmal. Aber jetzt habe ich erstmal euren Wunsch erfüllt und euch meine neue Schubladenorganisation gezeigt. Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen inspirieren konnte, eure Schubladen ein bisschen zu sortieren. Vielleicht auch nach Themen, wenn ihr den Platz habt. Und ja, jetzt sage ich einfach nur noch Danke fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal mit euch. Tschüss, ihr Lieben.